Ja, willkommen bei Sunset Overdrive, Folge 34. Wir starten wieder in einem Startbildschirm. Irgendwie das Gefühl jede Folge so. Ja, das könnte sein. Wir müssen hier das Gebot erledigen. Eben haben wir heroisch versucht, die einfach so zu erledigen, aber, also, indem wir einfach Und reingerannt dann sind. ebenso heroisch gestorben. Genau, und es bahnt sich an, dass es wohl wieder passiert. Passend dieser der Respawn gerade war, ne? Terminator. Ja. Wir kämpfen gegen Roboter. Die versuchen, die Menschheit auszulöschen, ja. Ja. Allerdings werden diese Roboter auch wieder von Menschen gesteuert, also. Ja, theoretisch. Du meinst, es könnte auch noch sein, dass die nicht von Menschen gesteuert werden, Ja, aber. genau weiß man es nicht. Sie haben ja irgendwie einen eigenen Willen, haben wir ja auch festgestellt. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Das bringt nichts. Du bist schon wieder tot. Bringt nichts und ich bin gleich schon wieder tot, aber da ist zum Glück Lebensenergie. Solltest echt die Waffe wechseln. Ja. Nimm doch die beste Waffe aller Zeiten, den Riesenschwengel. Hatte ich gerade überlegt, ja. Übrigens auch in Real Life immer die beste Waffe. Zumindest wenn man ein Mann ist. Komm her, du Schwein und verrecke! Hey, super, es ist vierte Folge dieser Aufnahmesession. Ich bin erkältet und trotzdem habe ich es schon geschafft, zweimal die Sexismusquote zu erfüllen. Mindestens. Und ich bin tot. Ja. Ja, die Und Pascal Sterberate. Die liegt auf dem Sterberate. Rücken und macht die Beine breit. Ja, das kann ich gut. Ich habe mir auch gestern schon, ich war nämlich gestern auf einem Cognac-Seminar und dann haben wir eine Verkostung gemacht und bei der ersten Verkostung meinte ich so, ja, wer spürt denn ein Brennen auf der Zunge? Und ich hatte kein Brennen auf der Zunge, also melde ich mich mal. Doch man meinte so, eigentlich muss man normalerweise ein Brennen auf der Zunge, wenn man den ersten Alkohol am Tag trinkt. Die restlichen Fragen erspare ich dir jetzt. Gelächter im ganzen Raum. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Wie nennst du das? Ein Cognac-Seminar? Seminar, ja, du hast auch, also, es war auch mehr In Theorie einen als. Kreisen sagt man, ja, wir haben uns zugesoffen, aber Nein, das bei euch haben wir da heißt das nicht. Seminar. Ja, das ist auch wirklich ein Seminar gewesen. Das ging nämlich über drei Hätte ich auch Stunden, ne? gesagt. Und ich kann dir jetzt echt eine Menge über Cognac erzählen. Und so viel habe ich gar nicht getrunken. Aber ich habe halt morgens zuvor, weil das war halt der Oscar-Morgen, Ja. habe ich halt um 4 Uhr morgens Whisky getrunken. Das heißt, es war 12 Stunden her. Das heißt, du hattest die Oscars gesehen, oder Ja, warum? live, genau. Ich auch. Ich fand es super, wie die am Anfang gleich mal minutenlange. Ja, das war, damit hat auch wirklich auch Boah, war echt ich Freunde sauer. gemacht. Ja, war ich sauer, ey. Ich dachte so, oh, guck dir nur 1 Milliarde Leute, mach doch ruhig mal eine Pause. Ja, und das halt auch in der Anfangsrede so. Das war eigentlich so, Ja, dass man das, sich. da wo es eigentlich auch am spannendsten ist, ne, wo immer die besten Gags kommen und so, ich auch dachte, ja, geil. Ja. Aber insgesamt habe ich auch so heute in der Nachberichterstattung so ein bisschen gehört, war es doch eher flach. Ja, ich hab's auch irgendwie. Diese Oscars waren nicht so die besten. Nee. Also in der Nachberichterstattung hieß es heute, das ist immer die Frage, wo man jetzt guckt. Das wird ja teilweise anders gewertet und ausgelegt, aber sie haben es heute so bewertet, in dem einen, was ich gesehen habe, dass sie sehr politisch diesmal waren, weil viele irgendwelche politischen Äußerungen gebracht haben bei ihren Dankesreden, aber ansonsten Ja. waren sie relativ ereignislos. Wobei ich sagen muss, es stimmt zwar zur Hälfte mit diesem politischen, aber ich Es waren fand's. so politisch, war es nicht. Also irgendjemand meinte, dass das, also das war mein Kollege, Ja. dass die so viel über Snowden geredet haben. Die haben einen Satz Nee, über Snowden genau. geredet, als er Das den Preis gekriegt hat. ist nämlich das, was ich eigentlich gerade kritisieren wollte. Das war zwar politisch, aber total oberflächlich politisch. Ja. Und auch so aufgesetzt übertrieben politisch, Also man kann doch nicht also sagen, dass nicht es sehr jetzt. glaubwürdig. Und die Sachen, die wirklich brisant gewesen wären, nämlich zum Beispiel zu sagen, wir fordern, dass Snowden Begnadigung kriegt zum Beispiel. Das sind Leute, die haben eine Dokumentation über Snowden gedreht und haben seine Leistung gelobt. Aber sie haben nicht sich getraut, bei der Oscar-Verleihung zu sagen, es wäre das Mindeste, dass man demjenigen eine Begnadigung gibt. Das finde Ja. ich schwach. Also da haben sie eine echte Chance verpasst. Das fand ich sehr schwach.
Obwohl ich jetzt auch gesehen habe, dass es diese Dokumentation quasi jetzt kostenlos zum Runterladen gibt, weil es Bestandteil eines Gerichtsverfahrens ist. Und ein deutsch-amerikanisches Gesetz sagt aus, wenn es Bestandteil eines Gerichtsverfahrens ist, muss es öffentlich verfügbar sein. Muss ich mal gucken, das finde ich interessant. Das werde ich mir am Abend mal runterladen. Ja, werde ich mir mal ansehen, das interessiert mich auch. Ist in der HD-Variante ungefähr wie ein Gigabyte groß. Das macht ja nichts. Ja. Schnelle Verbindung. Ja, das würde mich interessieren. Aber wie gesagt, das fand ich halt schwach, dass sie diese Chance echt verpasst haben. Ich hatte damit gerechnet, dass das kommt und dass sie das verpasst haben. Und dafür diese doch sehr pathetisch aufgesetzte Regel über die Frauenrechte dafür. Ja. Ah. Bin ich ein bisschen lahm. Und wo ich auch enttäuscht war, war, was für mich immer auch immer ein der Highlights der Oscar-Verleihung ist, das mag makaber klingen, aber sind die verstorben sind im letzten Jahr. Ah. Und fand ich auch sehr schwach diesmal. Obwohl das ist schon wesentlich besser gewesen. Ja, obwohl das ist jetzt, was ich jetzt glaube ich nicht so finde ich unterschieden vom letzten Jahr. Und ich fand auch, da haben sie eine große Chance verpasst, Robin Williams auch noch ein ordentliches Denken. Ja, das war echt ein bisschen kurz, ich habe jetzt fast verpasst. Ja, also ich finde, dem hätten sie ruhig nochmal irgendwie eine extra, was weiß ich, hätten sie in eher einen Oscar oder was, oder wenn es kein Oscar ist, aber irgendwie nochmal eine Widmung oder irgendwas hätte da nochmal kommen können, nochmal extra, finde ich. Ja. Das fand ich sehr schwach, dass man den so unter ferner liefen für 3 Sekunden. Fand ich sehr enttäuschend. Ist er nicht sogar Oscar-Gewinner? Ja, ich glaube mehr sogar. Also, das finde ich, fand ich sehr, sehr schwach. Da war ich sehr enttäuscht. Nee, früher haben sie bei vielen dann noch so Filmausschnitte gezeigt, bei den Verstorbenen. Ah. Ich war auch nochmal so ein bisschen mehr im Zusammenhang, wo wussten, wer denn das war, weil viele kennst du ja dann doch nicht. Ja, das ist meistens so, weil die meisten kenne ich die nicht. Und da haben sie dann zumindest bei den Bekannteren dann oftmals noch so Filmausschnitte oder so gezeigt oder tatsächlich nochmal so einen Extra-Beitrag gemacht. Und das hätte Robin Williams auf jeden Fall verdient gehabt. Ja, die haben auch ein sehr junges, also ein Bild von ihm sehr jung, habe ich irgendwie fast nicht wiedererkannt. Mhm. Stimmt. Ja. Und für so eine große Karriere fand ich es sehr schwach, das so abzuhandeln. Also das waren die zwei Sachen, die mich sehr enttäuscht haben in der Oscar-Verleihung. Ansonsten gab es halt wenig Highlights, also es war nicht wirklich was. Ich fand auch die Moderation nicht besonders toll, die meisten Witze waren schlecht. Teilweise schon geschmacklos. Also richtig geschmacklos fand ich wirklich nach der Snowden-Verleihung, was er da gesagt hat. Was hat er da gesagt? Edward Snowden couldn't be here for obvious treason. Ah. Oh, for some treason, glaube ich, sagt er. Also für die Leute, die nicht so gut im Englischen sind, Treason ist Verrat und unterscheidet sich nur in einem Buchstaben vom Wort Reason, also Grund. Mhm. Und ja, war jetzt Geld ganz nett, aber halt ein bisschen geschmacklos für dieses Thema. Aber dieses Spiel will mich auch irgendwie verarschen, mit das Gefühl. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass da steht, noch einer übrig. Hä? Aha. Alter, wie viel muss ich noch umbringen, damit da noch nur noch einer steht? 15. Nee, 8. Ja, ja. Verdammt, ich dachte, ich hätte noch einen Teddy reinhauen können. Ja, plötzlich springen 8 auf mich drauf, so. Aber es bleibt bei 8, die noch übrig sind. Ja, ja, wir haben jetzt die zweite Welle, also ich weiß nicht, wie viele ich jetzt schon mehr als 8 auf jeden Fall. Meinst du, das sind vielleicht 3 Wellen? Glaube ich nicht. Total unwahrscheinlich. Maybe. Und plötzlich sind nur noch 2 übrig, okay. Einer. Und es sind wieder 8. Pumpenbots. Zählen dann aber auch, glaube ich, wirklich nur die Bombenbots, oder? Ah, nee, doch nicht. Ja, die Fisco-Bombenbots, ja. Das sind wahrscheinlich diese fetten Dinger. Ja, ja. Die kennen wir doch schon. Ja? As seen in a previous Episode. Episode, genau. Jetzt fängt er schon wieder an zu reden, Englisch. Ich glaube, das gefällt ihm nicht, wenn ich ihn einen Teddy, der explodiert, in das Gesicht schieße.
Wem gefällt das schon? Ja. Man könnte sein, du bist der Roosevelt-Bomber. Ich oder die anderen? Du. Schießt ja explodierende Teddys. Ja, ich glaube, wir beenden dann auch langsam dieses traurige Schauspiel hier mal wieder. Willst du jetzt schon das beenden, ne? Ja, ich glaube schon. Okay, ich bleib bei der Truppenbasis. Sie braucht meine Hilfe. Und mehr von diesen schlimmen Vorfällen sehen wir in der nächsten Folge. Ich verspreche, es wird wahrscheinlich nicht besser. Nein, auf keinen Fall. Bis dann.